Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Beim letzten Mal waren wir... Es fängt so gut an. Ich wollte gerade sagen, dass wir beim letzten Mal dabei waren, uns einigermaßen wieder zu berappeln. Und was passiert? Wir werden angegriffen. Schönes Ding. Dann sammelt euch mal hier. Und ja, wir müssen leider warten, bis sie kommen. Ich sollte vielleicht hier nochmal und da nochmal so ein Absicherungsteil hinbauen. So. Jetzt kommt alles schön hier hin. So, erster Down. Sehr schön. Verbundenes Tier gestorben. Was? Nein! Oh nein! Ihr Schweine, ey! Die haben unsere Katze umgebracht! Ihr miesen Penner. Alleine lösen, das geht leider nicht. Ist das eigentlich ein Befehl mit Leine lösen? Nee. Super, jetzt ist Decker auch noch angeschossen. So, weißt du was, du haust mal. Ah, sehr schön, der haut jetzt ab, der Pisser. Nein, aber du rennst ihm hinterher. Und du rettest einmal Decker, bitte. Kriegst du ihn noch? Ha! Hast du davon, du mieser Penner. So, entschuldig bitte, aber das musste sein. Alter, Bro, ey, lass mir jetzt bloß kein Sterben. Ey, schon bei dir Schwein hat meine Katze getötet, verdammt. Das war unsere Familie, unser Familienmitglied. Nahrungsmittelvergiftungen bekommen sie jetzt alle auch noch. Schön. Schwere Krankheit, auch noch Decker, super. Ich brauche definitiv mehr Verteidigungsanlagen, weil das geht so gar nicht. Wir haben ja null Feuerkraft. Deswegen von dir kommt hier unten gleich auch mal was hin. Oh fuck. Oh nein, ey, Leute. Rette Beatrice! Und bitte kipp dabei nicht um! Ja, wir wissen, dass Decker schwer krank ist, so. Leute, jetzt legt euch bloß alle warm weg und sterbt mir nicht. Macht, was ihr wollt, aber sterbt mir bloß nicht weg. Alter, ist das mies, ey. Table Futter erstmal was, aber Kugel, sieh zu, dass du gesund wirst. Boah, was ein Blutbad, diese Schweine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wir haben, ohne Witz, wir haben uns gerade wieder berappelt, ne? Und dann so ein Dreck. Table, was hältst du davon? Wo ist dein Bett? Wenn du dich mal... Kannst du irgendwas priorisieren gerade? Du kannst Decker einmal füttern. Wenn du schon irgendwas machen willst, dann mach was Vernünftiges. Ja, und vor allem brech dich zusammen. Füttere einmal Decker und dann leg dich verdammt nochmal selber hin. Aber ohne Witz, ich brauche auch mehr Krankenbetten. Ach, jetzt ist er auch noch kalt. Oder zumindest war er kurz kalt. Beatrice kann wieder laufen. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ein verrücktes Tier auch noch. Table ist zusammengebrochen, schön. Moment.
Boah, bitte, jetzt verreckt bloß nicht an den verdammten Hasen. So, Gott sei Dank. Oh nein, ey, Scheiße. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist so mies gerade. Es ist so unfassbar mies. So, bitte lass jetzt keinen sterben. So, erstmal ihn retten. Genau, erstmal dich selber, damit du weiter Leute retten kannst. Was machst du jetzt? Ja, ruht euch erstmal alle aus, ihr Lieben. Ein Hirsch wurde zusammen, das ist ja schön. Der wird grundsätzlich auf jeden Fall schon mal trainiert. So, Lieben, jetzt die große Quizfrage. Schaffen wir es noch, das irgendwie wieder gerade zu biegen? Oder nicht? Strom ist aus, Strom ist aus. Ach nee, die müssen noch ausgestellt werden. Nein, die sind schon aus. Okay, gut. Boah, Leute, ey, das ist gerade so kritisch. Thunder kann wieder laufen, das ist schön. Dann futter erstmal was. Verhungerst, ach du Scheiße. Oh, nein, 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 nicht verhungern. Ach, Gott sei Dank. Nein! Ach Gott, verdammte Scheiße. Oh Mann, ey, das... Ey, ohne Mist, es lief gerade so gut. Es lief so gut, jetzt läuft so kacke. Oh je, Decker verhungert. Dann musst du einmal schnell... Warum kannst du ihn nicht füttern, verdammt? Kannst du ihn füttern? Nee. Oh. Kannst du ihn füttern? Ah, du kannst gar nicht laufen, super. Fütter du mal alle durch, bitte. Und ruh dich auch selber mal aus. Decker ist am Verhungern. Aber keiner kann ihn füttern. Doch, füttere Decker. Und sorry, dafür musst du jetzt leider einmal aufstehen. Weil bevor der mir jetzt auch noch stirbt, dann dreh ich echt am Schlappen. So. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann. So, du bist wieder einigermaßen klar. Es sind noch leichte Schmerzen, aber es geht alles. Das ist schon mal gut. Jetzt sitze ich nicht hier doof rum, sondern zieh ihn einmal aus und dann... Ah, du kannst ihn nicht begraben. Okay, verstehe. Och, Leute, es lief so gut. Und dann kam dieser eine Angriff. Und ich habe festgestellt, dass ich viel zu schlecht verteidigt bin. Habe ich jetzt eigentlich schon zu keiner Dachzone erklärt? Weil die haben jetzt eine Wachstumsrate von 0. Oder kann ich das nicht nachträglich abreißen? Nein, ich glaube, ich kann es nicht nachträglich abreißen. Gut, dann machen wir die Lämpchen wieder an. Machen den Schmelzofen dafür mal aus. So, Leute, seht zu, dass ihr klarkommt, ey. Alles andere ist mir fast egal. So, du machst mal hier ein bisschen was von dem Blut weg. Dass wir mal nicht ganz so depressiv hier drin hocken und kurz vorm Verrecken sind. Decker kann wieder laufen. Okay, das ist gut. Zwar nah an einem Zusammenbruch, aber... Also, Schätzelein, ne? Ich meine, schön und gut, dass du es machst, aber Hirsch zähmen oder beziehungsweise trainieren hat jetzt gerade nicht so die Priorität. Sorry. Was machst du? Du holst was zu futtern wahrscheinlich. Oh Mann. Ich komme gerade echt nicht so ganz auf den grünen Zweig. Das ist ziemlich mies. Wobei, wir waren ja auf dem grünen Zweig, aber ich habe dabei die Ausrüstung, also hier die Verteidigung meiner Basis schmerzlichst vernachlässigt. Und ein so ein Geschütz, das ist ja de facto nix. Deswegen, da brauchen wir dringend noch mehr Feuerkraft.
Thunder hat sich vollständig erholt. Ja, ein menschenjagendes Rudel. Ja, ganz toll. Ey, als wäre das nicht alles schon beschissen genug. Ah, doch, jetzt wird das Dach aufgemacht. Schön. Ja, jetzt haben sie Decker erwischt. Ist klar. So, bloß weg von dem. Ja, genau deswegen. Oh Gott. Gott sei Dank regnet es gerade. So, dass mal irgendwer schnell Decker retten kann. Und hier können wir schnell das Feuer löschen. Ja, da regnet es nämlich leider nicht rein. Ey, wie kann man so ein Pech haben? So, der Herbst hat angefangen. Okay, dann können wir jetzt auch das mit dem Dach eigentlich wieder fast lassen. Ziehen hier wieder ein Dach drüber. So, Thunder, du musst mal dringend hier den Timo begraben. Aber erst morgen. Och Gott, Mann, warum muss da so Kacke laufen? Diesmal ganz im Ernst. Ich glaube, ich muss ja dringend meine Forschung so, was Waffen angeht, erweitern und überhaupt mal forschen, aber ich komme ja nicht dazu. So, ich muss jetzt erstmal schauen, dass hier alle wieder klarkommen und alle wieder leben. So, komm, bevor du jetzt hier gar nichts machst, mein Lieber, weißt du? Kannst du auch mal eben hier ihn begraben, bevor du nur dumm rumsitzt. Hast du gar keine Waffe? Nee, Tatsache. So, erstmal alles reparieren hier. Einmal Holz nachfüllen wäre auch nett. Danke. Kommen wir mit dem Strom hinterher. So. Table, du hast auch gerade keine Waffe, dann nimm mal das Gewehr. Beatrice, nimmst mal Knüppel. Decker, du hast auch wieder keine. Was sind denn deine Werte überhaupt? Fernkampf ist besser, dann nimm doch mal die Pistole. So, erstmal wieder alle bewaffnen, ne? Dass sie zumindest da nicht gleich wieder dumm dastehen. Meine Decke, du nimmst ja nicht die schlechte Pistole, du nimmst die normale Pistole. Neue Liebhaber, Thunder und Beatrice haben sich gefunden und sind jetzt Geliebte. Oh Gott sei Dank, dann ist der Thunder mal wieder ein bisschen besserer Laune. Weil der war ja doch sehr traurig. Der Thunder ist auch so ein kleiner Loverboy, ne? Feuer! Was, wo? Eine Vorratskapsel, oh Gott. Gold, schönes Ding. Ach, Leute. So. Die Zeit der Klimaanlagen ist vorbei. Wir schalten daher überall den Strom wieder aus bei den Klimageräten. Schauen wir mal, was die Bedürfnisse machen. Friert hier gerade jemand? In Dunkelheit. Okay, wir sollten die normalen Lämpchen mal wieder anmachen. Moment, wo ist überhaupt? Da ist Table. Das heißt, da kommt jetzt die Lampe angemacht. Hier sind Thunder und Beatrice. Da wird die Lampe angemacht. Da ist Decker. Das heißt, da machen wir die Lampen wieder an. Soll er keine Depressionen kriegen. Er bricht in dem Fall zusammen. Table schon wieder. Und schon wieder ein Feueralarm, der keiner ist. Achso, hier hinten. Ja, gut. Kannst ruhig brennen, da ist mir das egal. Passiert ja nichts. Noch nicht zumindest. Ich muss mich echt mal schlau machen, ob es da nicht eine Methode gibt, sozusagen neue Siedlungsbewohner, ja, nicht anzuheuern, aber ne, Leute hier hinzulocken, dass sie sich unserer Siedlung anschließen.
Awful Hospital. Ich glaube, so langsam sollten wir die Heizung wieder anmachen. Damit hier keiner eine Kältebubu machen muss. Weil, wie gesagt, wenn die Depression haben, ist nicht gut. Gerade um den Decker, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ausgerechnet ist ein Haustier gestorben. Das macht mich auch unglaublich traurig, weil es eine Kratzi war, verdammt. Boah, ich könnte mal aufhören, den verdammten Hirsch zu zähmen. Na gut, Leine lösen, das sollten sie vielleicht wirklich lernen. Dann haben wir ein paar tierische Verteidiger hier. So, oh, der Bär kann schon Leine lösen. Wie geil ist das denn? Wie denn? Achso, okay. Da war es nicht, schade. Ich habe es kurz gehofft. Decker hat sich vollständig erholt. Na Gott sei Dank. Dann seht mal zu, dass hier alle mal wieder ein bisschen klarkommt. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt erstmal nicht angegriffen werde. Ich hoffe so sehr. Gerade ein bisschen Windstill, na gut. Gott sei Dank, Decker forscht. Das heißt, wir kommen endlich an die geothermale Energie. Irgendwann mal in 1000 Jahren. Hydrokulturen. Dies ermöglicht einmal von Pflanzen innerhalb von Gebäuden, unabhängig von äußeren Einflüssen. Ja, haben wir doch hier eigentlich, oder? Oder wachsen die Sachen schlechter, weil wir hier keine Feuchtigkeit haben? Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Gott sei Dank, es wird wieder geputzt, weil wenn geputzt wird, heißt das, dass so nach und nach die wichtigsten Sachen erledigt sind. Das ist gut. Table hat einen Zusammenbruch. Das ist nicht gut. Okay, Sandra, halte ich bereit, sie zu retten? Ist zwar nicht deine Geliebte, aber du musst sie trotzdem retten. Ach, Leute. Kann das nicht einfach mal durchgehen, ein bisschen rundlaufen, dass wir erstmal überhaupt auf Spur kommen? Dass wir mal irgendwie so ein bisschen Grundlage reinkriegen? Das ist irgendwie, weiß nicht. Entweder bin ich einfach ein bisschen zu blöd für das Spiel oder ich bin es irgendwie anfangs falsch angegangen oder so. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich kann dem Kind noch keinen Namen geben. Wenn einer von euch das kann, bitte feel free to say und sagt mir Bescheid, woran er dir lägen hat. Dass ich hier scheinbar nur Kaka wache. Kann man dich hier irgendwie retten? Nee, ne? Halt, halt, halt. Bleib stehen. So, einmal langsam. Na gut, die wird sich schon gleich wieder beruhigen, hoffe ich. Ihr macht alle noch schön Bubu. Futtert erstmal schön. Macht das. Der pennt in der Speisekammer. Ja, sehr geil. Hat auch noch eine fertige Mahlzeit gegessen. Ich glaube es ja wohl. So, Beatrice, ich würde sagen, hier könnte mal ein bisschen geputzt werden. Blut von Table und Beatrice. Mein Gott, wie viel Blut hier liegt. Nein, mach beide sauber. Schön. Pärchen putzen. Ist dann nicht mehr so schlimm und so doof alleine. So, und du, mein Lieber, möchtest du nicht mal hier... Ja, Strom haben wir genug, deswegen mach da mal den... Strom an und produziere mal bitte Stahl, damit wir mal möglichst schnell wieder neue Geschütze produzieren können. Dann bauen wir davon mehrere und auch mal hier unten hin und so, doch mal ein bisschen weiter weg von der Basis. Und wisst ihr was, wir machen, bauen jetzt hier schon mal so eine kleine wo ist es? Ja, wo ist es denn? Da ist es, so. Machen wir mal hier so. Dass wir hier unten auch mal so ein bisschen was zur Verteidigung haben. So, ein Stromkabel müssen wir natürlich auch legen. So. Gott sei Dank, Table ist wieder da.
Hoffentlich hat sie jetzt keinen gestörten Schlaf mehr. Und kommt jetzt endlich mal so ein bisschen klar. Vergnügungsmangel. Ja, dann spiel doch was, Mensch. Ist doch alles da. So, er putzt schon wie ein Berserker. Was hast du? Du holst wahrscheinlich Stahlschlacke. Also, ja, genau. So, die Sachen hier könnten wir schon mal alle wegtragen. So allgemein, damit man nicht immer quer über die ganze Karte rennen muss, um sich einzuholen. Da können wir die eigentlich schon mal hochschleppen. Hatten wir nicht doch irgendwo so ein paar Dinger rumliegen? Das ist ein Häschen. Kartoffeln sind verrottet, da sie nicht abgeerntet wurden. Toll. Ja, ich hatte ja mal 6 Kolonisten. Leider war ich dann ein bisschen zu blöd, die zu behalten. Schade. Können wir für dich was tun? Ausgefranste Kleidung. Was ist denn bei dir ausgefranst? Okay, die Hose. Haben wir eine gescheite Hose? Nicht wirklich, ne? Ja, doch, haben wir sogar. Schön. Zieh dir doch mal die eben an. Hose eines Toten. Ah, Hose eines Toten. Na super. Macht's jetzt nicht wirklich besser. Könntest aber noch ein bisschen Stahlschlagerbrocken produzieren, mein Lieber. So, ihr Lieben, dann hoffen wir... Oh, hey! Cool, Vorratskapsel mit jede Menge Muffalo-Wolle. Und weiteren Stahlschlagerbrocken. Das finde ich wunderbar. So, wo bringst du die jetzt eigentlich hin? Ah, ins Lager, ja, perfekt. Vorratskapsel, ja, die haben wir gesehen. So, ihr Lieben, dann drückt uns mal die Daumen, dass wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen klarkommen hier. Dass uns keiner mehr stirbt und wir vielleicht noch den einen oder anderen hinzugewinnen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!